Hey ho, meine Lieben, ein frohes neues Jahr. Wir haben es mittlerweile, ja, ganz kurz vor 5, am 01.01.2022 und ich habe ein kleines Hüngerchen, ja, mittlerweile. Und was mache ich heute? Heute mache ich die Bacon-Fischstäbchen in der Heißluftfritte. Dazu ein paar Gemüsestäbchen mit rein und dann gucken wir mal, ob das Ganze funktioniert. Sprich, das ist wieder ein Experiment. Wenn es funktioniert, super, dann kann ich mir das öfters machen. Aber alles weitere drüben in meiner kleinen, aber feinen Küche. Und ja, ich richte jetzt erstmal alles her. Bis gleich. Mehr brauchen wir dazu schon nicht. Ich sehe nicht einmal das Display hier richtig. So. Fischstäble, Gemüsestäble und am Bacon. Und dann lege ich hier gleich einmal los. Also es steht ja auch drauf, dass man die im Backofen machen kann. Aber bei 220 Grad und ja, ich werde auf alle Fälle mit der Temperatur ein bisschen runtergehen. 2, 4, 5, das reicht mir heute. Mehr brauche ich gar nicht. Hier sind auch 15 Stück drin. Die esse ich aber so gerne, da mache ich mir auch gleich 5 Stück. 2, 3, 4, 5. Und den Rest haue ich schon gleich wieder in den Kühlschrank, in den Gefrierschrank, damit man es nicht auftaut. Jo, da wäre ich wieder. Schnappen wir uns hier erst einmal Bacon, Bacon, Bacon. Mit Bacon wird ja alles viel, viel besser. Und natürlich auch Fischstäbchen. Obwohl ich die ja so auch schon gerne esse. Naja, machen wir pro Stäbchen einfach einen Streifen. Und dann platzieren wir die hier gleich auf dem Gitter. Und das ist die, eigentlich schon die komplette Vorbereitung. Mehr brauchen wir da gar nicht machen. Dann mache ich die jetzt alle fertig und danach hole ich euch wieder hinzu. Da haben wir sie liegen. Der komplette Bacon von einer Packung aufgebraucht. Also für das eine mache ich jetzt nicht extra noch eine zweite Packung Bacon auf. Und so kommen sie jetzt gleich in die Heißluftfritte. Die heizt jetzt gerade vor. Und danach gehen wir nach hinten zur Heißluftfritte und schauen uns das Ganze an. Hör jetzt auf zum Piepsen. Du Made. So, dann schieben wir uns das in unser mittleres Fach rein. Machen zu, schalten das ganze Ding ein. Steht auf 185 Grad, das hört sich ja, sehr gut an. 15 Minuten, ja, leg los. Ja, was ist jetzt? Mach mal. Wieso startet der nicht? Oh Mann. 15, 16 Minuten, 15 Minuten. Jetzt auch. Einfach irgendwo drücken und dann legt er schon los. Ja, Licht können wir auch anmachen. Hier. Ey, man sieht die Dinger sogar. Ja, und dann lassen wir sie jetzt mal 15 Minuten da drin. Bei 185 Grad haben wir gesagt. Und gucken, was passiert. Leute. 10 Minuten sind jetzt mittlerweile um. 11 Minuten. Jetzt gucken wir mal. Heiligsblechle. ja. Könnte irgendwie fast fertig sein. Der Bacon hat sich ziemlich zusammengeschnoppelt. Hey, komm. 2 Minuten geben wir noch und dann holen wir es raus. Ich glaube, jetzt reicht's.
sehen schon echt witzig jetzt aus. Ich schmeiß mir das Zeug mal gerade eben auf mein Tellerchen. Oh, weia. Oh, je, oh je, oh je. Aber schmecken wird es bestimmt mit Sicherheit. Also, dass ich der Bacon... Heiß. So extrem. Und das Ding muss ich heute auch mal ein bisschen mehr putzen. Ruhe jetzt. So, und dann gehen wir hier runter. Und dann sehen wir hier... Und dann sehen wir hier ein wirklich wildes Gewuschtel. Mhm. Doch soll es sein. Oh, heiß. Heiß. Oh. Yeah. Da habe ich mir hier noch ein bisschen Remoulade drauf. Ein bisschen Ketchup. Ja, und dann machen wir das offizielle Probiererle. Fischstäble mit Bacon, ein bisschen Ketchup und Remoulade und... So mag ich das. Dadurch, dass der Bacon drumherum gewickelt ist, sind die Dinger ja auch sozusagen in Fett gebrutzelt worden. Also richtig geil. Und Gemüseschäbchen. Ja, alles in allem, eine leckere Mahlzeit, funktioniert da drin. Nur den Bacon sollte man vielleicht nicht zu fest wickeln. Weil dann schnürt es ab, so richtig. Ja, okay. Leute, ein freundliches, nettes Kommentar. Tät mich natürlich riesig freuen. Abo wäre auch richtig geil, wenn es endlich wieder nach oben geht, trotz meinen allabendlichen 8 Uhr Livestreams. Und was soll ich sagen? Wir sehen uns im nächsten Video, was ich noch nicht weiß, was es sein wird, aber mit Sicherheit was Leckeres, weil ein Grill-Junkie wird mit Sicherheit nicht verhungern, auch nicht in seiner kleinen, aber feinen Küche. Leute, ich gehe auf die blaue Couch zum Essen. Ciao, Ikrowski, bis zum nächsten Mal.